bist du denn Schönes? Ah. So, da muss ich weiter. Nope. Das heißt, wir gehen erstmal dorthin, wo wir nicht weiter müssen. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich sehe kein Boni. Ganz genau habe ich jetzt nicht geguckt, aber es sollte okay sein. Weiter geht's. Tür sprengen. Beziehungsweise öffnen. Wo die überall kommen, ne? Natürlich ballerst du gleich wieder mit Sekundärfeuer rum. Wo ist der da unten? Wo die überall rumlaufen, ne? Dich haben wir. Oh, da ist was Großes. Da ist die Male. Nein, falsch geaimt. Jetzt. Wow. Oh, da hinten haben wir einen Gast. Beide Läufe, Bitch. Noch mehr? Oh, der Flieger ist auch mal wieder am Start. Der hält sogar verdammt viel aus. Bevor wir Transformers. Aber die fucking fly, Junge. Wo ist er? Irgendwo da war. Gut. Ziemlich viel Action hier. Oh. Na, die dritte Patrone hat's gebraucht. So, Munitionswechsel. Oder Waffenwechsel, wohl besser. Ziemlich große Arena hier. Wir gehen mal oben lang. Deswegen wusste ich natürlich nicht. Das habe ich übersehen. Verdammt. Jetzt mal, wo wir leichter machen können. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Bonis. So, dann wieder hier runter. Hier lang. Können wir irgendwas sprengen? Werden wir irgendwas sprengen? Fände ich auf jeden Fall cool. Oh, Besuch. Oh, verdammte Hacke. Ist das einer mit einer MG? Holy shit, sind die wieder aggressiv, die Jungs. Tschüss. Knapp, aber ist auch daneben. Wie die es mir geben, ne? Ich muss die Waffe nehmen. Die ist einfach die beste für so Distanzen. Ich treffe den da nicht. Die Textur ist nicht genau genug. Jetzt aber. Da unten ist ein Geschütz. Das erklärt es auch. Und der nächste ist am Geschütz. Okay, da unten kriege ich also wieder eine Minigun. Da ist sie. Waffen wechseln. Boah, die kommen hier die Wände hoch. Wow. Boah. Mega Kill. Beide Läufe. Geil. Ja, sag an. Wie krank. Das Spiel wird ja immer perverser. Die kamen da echt durch. Boah, krass. Ach du heilige Macaroni. Klar, was noch? Alles klar, Jungs. So, habe liefert kein Fly Nummer 2. Grüß mir die Engel, wenn du sie siehst. So, den haben wir auch. Wo ist der Kamikaze-Dude? Kein Kamikaze-Dude? So, wo ist der am Geschütz? Keiner am Geschütz? Ah, aber da hinten wieder unser Tarnheini mit der Schrotflinte. Dem Vorus-Blaster. Ja, ja, das haben wir gern. Ich frage mich, ob wir irgendwann nochmal die Scharfschützen, die Schrotflinte gebrauchen können. So, haben wir es jetzt? Komm ich hier rüber? Das ist doch das Rohr, über das ich rüberkomme, oder? Kann doch nicht sein. Oh, Promethium, was macht das denn da unten? Wird wohl auf eine andere Art und Weise verarbeitet.
Munition. Ich kann überall einen Boni liegen. Ah, hier ist irgendwo ein Boni, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wo? Das könnte überall sein, ne? Da ist die Schrotflinte, also der Varus Blaster. Erstmal würde ich das Baby hier nehmen. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass man es auf jeden Fall gleich noch gebrauchen kann. Ah. Wer hätte es sich denken können? So, lang ist die Stage also nicht mehr. Oder der Abschnitt. Ein Boni noch. Und ich hoffe endlich, dass nicht wieder ein Endboss kommt. Nicht bei jedem fucking Stage jetzt am Ende noch ein Endboss. Weil dann wäre es ein bisschen überladen, wie ich finde. Weil die ganze Zeit am Anfang kam auch nicht jedes Kapitel instant ein Endboss. Okay, von wo? Hier oben? Ja. Okay. Ausrasten! Immer diese Aggressionsbewältigung. Das ist Probleme. Gut, das hätte mir keiner mehr wahr. Ja, hat sich das Baby doch gelohnt. Hier unten habe ich nichts vergessen, ne? Obwohl, warte, Moment. Was machst du denn da hinten? Juhu, in Flammen aufgehen. Ja, na dann. Sag das doch gleich. Da hätte ich dich doch gelassen. Naja, die KI ist eben nicht perfekt, auch wenn sie relativ gut ist, wie ich sagen muss, im Spiel. Ist da hinten vielleicht ein Boni versteckt? Man muss diese langen Wege gehen. Da. So, meine Damen und Herren, 37 Meter. Ja, wenn das denn kein Ding ist. Ja? Ist da drinnen vielleicht noch was? Da komme ich nicht rein, okay. Also weiter hier. Wieder gescannt werden und aufpassen wegen Lex vom Mikro. Ziele. Finde den Aufzug zum, ja, Waren dran. Hier kommt ein, ja, hier kommt ein Endboss. Das ist so obvious, als ohne... Oder einfach nur eine Kampfarena, das kann auch sein. Finde ich sogar besser. Gut, dass ich die Minigun noch habe. So viel dazu. Boah, was machst du denn hier, Kollege? Tschüss, fliegt eine Runde. So, erstmal langsam, das Ding da oben hat geglüht. Okay, das war nur, lag nur daran, dass der Gegner zerfetzt ist. Okay, wir haben hier also keine Kampfarena. Das gefällt mir schon besser. Bisschen Abwechslung. Mega-Endbüsse kann ich nicht mehr sehen. Endbüsse. Aber ich glaube, wir werden einen bekommen. Ja, das ist ziemlich obvious. Ein Raketenwerfer. Nein, vielleicht hängen wir diesmal keine zwei Parts dran. Wer weiß. Oh, da hat sie aber Glück, Kollege. Ah, das ist ziemlich obvious, dass hier ein großer Gegner kommt. Das Ding macht mir auch Sorgen. Ist das ein rollender Panzer, der uns da gleich erwartet? Holy crap. So, wir suchen den letzten Boni. Überbleibsel. Hier rein. Weiter geht's. Auf der Suche nach dem Endboss. Nach oben bitte. Diesmal liegen wir richtig. Könnte auch ein Fluggegner sein. So ein Flugendboss. Nette Begrüßung. Ich danke euch. Ich habe auch eine für euch. Oh, Kamikaze. Hi. Ja, komm her. RIP. Zack, Kopfschuss. Was heißt Kopfschuss? Ich hab dir den Kopf erschlagen. Ja, natürlich. Sekundärfeuer. Du mich auch. Hab dich. Hab dich gesehen. Okay, jetzt reicht's mir langsam. Komm her, du. Okay, der wurde von dem Gegner, von dem eigenen Mann. Nimm das, Mann. Hast nicht genug? Hier, nimm das. So. Lass mich in Ruhe. Was kommt denn da? Okay, klang gerade von der Musik her etwas actiongeladen. 136, von der haben wir kaum noch was. Komm. Bevor wir gar keine Schrot mehr nehmen, versuchen wir es noch mit dem Varus Blaster. Oh mein Gott, ein Audio-Log. Ich habe Audio-Logs verpasst. I did it.
Force personnel was recalled to the mothership. Except for Kartka. She showed up in my quarters with a bottle of liquor. You're still talking about someone who can go for days on end on digestible chemical compounds. She said there was no more place for her in Boris society. By deciding to hide our deception, she disgraced herself and was stripped of rank and position. And it's all my fault. She says she doesn't hold it against me, and now we all make the gravest of mistakes. We refuse to see we've long passed the point of no return. And then collapsed. She's sleeping now. I look up at the silent mothership in low orbit. And I just swap one bloodshed for another. Oh, boys. Oh, boys. Also, Kaka wurde quasi verbannt, so könnte man es nennen. Hat alles verloren, seinen Rang, alles. Ne? Ist einfach ehrenlos jetzt. Wie heißt das immer so schön in unserer Armee, in der amerikanischen Armee? Ehrenlos entlassen. Ne? Unehrenvoll. Oder irgendwie sowas. Was ist das hier? Das ist doch die Standardknarre, oder? Ne, die haben wir doch. Ah, ja. Ne, wir nehmen die, genau. Und jetzt ist die Frage. Hat das den Konflikt ausgelöst? Ne? Alle wurden zurück zum Mutterschiff befördert. Alle Soldaten. War es wirklich das Entscheidende? War das zu viel für die? Das ist interessant. Nächster Audiolog wird sicherlich... Werden wir sicherlich erfahren. Ich gehe stark davon aus. Das sind doch diese Lifte hier, aber da muss ich nicht hin. Deswegen kann ich hier gucken, wegen dem letzten Boni. Aber gibt es nur einen Audiolog und drei Boni? Oder habe ich echt so viele Audiologs verpasst? Dann gehe ich mich auf jeden Fall nicht erhängen. Sowas mache ich nicht. Auch wenn ich das immer ziemlich häufig sage. Vielleicht gibt es ja noch einen Audiolog. Also noch zwei weitere oder so. Aber schön, dass es noch weitere Einträge gibt. Genau das habe ich irgendwie vermisst. Okay, ich kann mir vorstellen, was hier passiert. Deswegen verstecken wir uns mal hier. Was war das? Der hat gerade voll auf mich gezimmert, ich hab's nicht gecheckt. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Habe ich gerade einen Soundbug? Was ist das? Schon wieder? Nee, das ist doch irgendwas. Das ist ja übelst nervig. Was auch immer da hinten ist, das nervt mich gerade übelst. Okay, wir müssen das auf jeden Fall abchecken, weil das geht mir gerade übelst auf die Nerven. Selbst wenn ich jetzt hier einen Audiolog verpasse, deswegen. Ja, komm. Wir müssen das unbedingt abstellen, das geht mir gerade auf die Nerven. Dankeschön. Oh, ein Segen. Jawoll. Komm her. Dafür habe ich die Schrot. Ja, hier, nimm das, Junge. Oh, oh. Sachte, sachte. Nicht mit Sekundärfeuer. Ich hab Schrot. Komm näher ran, du feige Drecksau. Bams. In dein Gesicht. Woo. Lecker. Komm her. Renn nicht weg. Okay, warte. Nicht hinterher rennen. Sonst trigger ich gleich 20 neue Gegner. Feige Ratte, ne? In Salben schießen. Nicht auf einmal. Erhöht die Treffsicherheit. Und die Tötungsrate, by the way. So. Gut. Das hätten wir. Davon brauchen wir gar nichts.
Immer noch kein letzte Boni, immer noch kein Auto.